Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Faultier Gaming Video. So, nachdem ich gerade mit Uta so dermaßen nicht zurechtgekommen bin, suche ich mir jetzt eine neue Klasse in Heroes of the Storm aus. Heute spielbar Sergeant Hammer. Den nehme ich oder die nehme ich. Trotz Schwierigkeit, schwer ist mir egal, ich hüpfe da jetzt mit rein. Kann der überhaupt ein Reittier? Nein, der kann natürlich kein Reittier. Und als Klasse Schaden, Fernkampf. Bin mal sehr gespannt, ob die Suche wieder so lange dauert. Ansonsten kann ich ja schon mal gucken. Nein, kann ich nicht gucken, die Fähigkeiten. Da hätte ich mich jetzt gern nochmal drüber schlau gemacht. Das ist jetzt aber eine reine StarCraft-Gruppe, eine reine StarCraft-Truppe. Habt ihr das gesehen? Zwei Terraner, ein Zerg, zwei Protoss, glaube ich, waren das. Ich konnte gar nicht so schnell gucken. Das gefällt mir natürlich jetzt. Es ist natürlich schön. Wir sollten uns Team StarCraft nennen. Wäre jetzt natürlich tuffig, wenn wir jetzt gegen reines Warcraft ich weiß gar nicht, ich habe noch gar nicht so den Überblick, ob es reine Warcraft-Teams geben könnte. Oder Diablo? Gibt es genügend Leute für Diablo? Ich weiß es gar nicht. Das müsste auch ich auch mir auch mal angucken. So die ganzen Klassen in einer schönen Tabelle aufeinander stellen und dann mal reingucken, wie da so die Verteilung ist. Aber ich bin wieder auf den Gärten des Elends mit null Plan. Und sehe ich denn jetzt, ob mein Panzer im Flugmodus ist oder nicht? Ah, jetzt erst. Ach, der kann das ja immer nur so ein paar Sekunden lang, ne? Ansonsten rollt der ja immer gleichmäßig, verdammt. So, also wir haben erstes Talent, fortgeschrittene Artillerie. Erhöht den Schadensbonus gegen weit entfernte Gegner oder erhöht den Schaden der erschütternden Explosionen um 50%. Boah, weiß ich doch nicht. Nehmen wir die fortgeschrittene Artillerie. Und so, wo ich mir gerade wieder angeguckt habe, was kann... Und wieder so hervorragend. Spinnenminen erzeugen drei Minen, die Schaden verursachen, Gegner und Gegner verlangsamen. Gut, da komme ich hiermit hin. Erschütternde Explosion und Belagerungsmodus. Gehen wir doch natürlich ruckzuck in den Belagerungsmodus. Und ich kann mich jetzt natürlich auch nicht bewegen. Dafür fällt mir auf, dass ich in diesen Belagerungsmodus wirklich schnell rein und rauskomme. Aber ich sollte, glaube ich, erstmal Spinnenminen legen. Jetzt in den Belagerungsmodus gehen. Naja, und jetzt sind die natürlich alle viel zu nah an mir dran. Und ich bin ja natürlich als Belagerungsmaschine. Eigentlich sollte ich jetzt mal aus... Ja, guck, die nehme ich doch viel zu viel Schaden. So, ich hau mal wieder ab. Platziere mich da hinten und kann gar nicht sofort in den Belagerungsmodus reingehen. Das ist ja wieder richtig doof. So, ein paar Sekunden nach vorne. Habe ich jetzt was getroffen? Nicht so wirklich gerade, oder? Also ich versuche gerade so, jetzt... Ah, die 3 geht. Damit kann ich dann zurückstupsen. So, abhauen. Düsen. Ah, das mit den Düsen ist natürlich wirklich gerade nett für die Fightlings-Klassenkategorie. Ach, ist aber doof. Und wenn ich einmal die Düsen wieder eingezogen habe, dann kann ich die auch nicht wieder direkt wieder rausfahren. Ah, das ist auch nur für den Nahkampf. Ansonsten kann ich mir das ja wirklich sparen hier. Gut, also einfach nur eine schöne Position finden, sich da hinrollen, draufballern und wenn einer zu nah kommt, mit den erschütternden Explosionen wegschieben. Ja. Kann ich die Spinnenminen... Ah, die Spinnenminen kann ich auch im Panzer auslegen. Das ist wenigstens gut. So, jetzt treffen sich zwei Panzer und killen sich gegenseitig die Honks weg. Naja, gucken wir uns mal das neue Talent an. Automatische Angriffe heilen, das finde ich gut. Verstärkte automatische Angriffe. Mehr Schaden, komm. Machen wir mal mehr Schaden. Ich habe zwar keinen Heiler hinter mir. Keiner, der mich heilt. Keiner mag mich. Aber was soll's. Los, kleine Helfer. Rettet mich. So, und das ist doch jetzt was ich sehr mag. So ein bisschen.
und zwar aus der Entfernung genüsslich auf die Tore ballern. Das gefällt mir sehr gut. Ich glaube, das bin ich, ist genau mein Ding. Da ich ja doch ziemlich oft auf die Tore ballere. Da kommt Leute, go, 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 go. Das läuft doch. Der ist von mir. Ihr läuft da hinten. Ich lüppel hier einfach die Dinger weg. Also das ist vielleicht, wenn ich damit... Ja. Also wenn die anderen vernünftig im Team spielen und ich kann dann einfach hier rumrollen, ist vielleicht gar nicht so schlecht. So, das ist ein nettes Plätzchen. Jetzt wieder Eispanzer dahinstellen. Die wieder wegnuken. Ah, toll. Jetzt kommt natürlich der Elite. Das ist ja gemein. So, Speed-Modus. Zu lahmarschig. Da hätte ich eigentlich direkt, als ich die Elite sah und den Honk, hätte ich eigentlich direkt einpacken sollen, die Düsen zünden und wegfliegen. Erhöht die Verlangsamung und Dauer der Minen, verringert die Abklingzeit der Schubdüsen. So viel bewege ich mich nicht. Das ist beides. Also auf der einen Seite verlangsamt das nur. Das ist nicht so wirklich. Und die Schubdüsen. Schwierig. Schwierig, ganz ehrlich. Nee, dann nehme ich lieber die Verlangsamung. Weil dann sind die vielleicht noch in meiner Reichweite und ich kriege noch einen Schuss mehr auf die abgegeben. Naja, aber Respekt, hier gerade mal, jetzt ist wenigstens 6 zu 8 Level mäßig. Diesmal sind wir nicht die Honks am Ende. Und vor allem haben wir auch die Pflanze. Bringen wir uns mal wieder in Position. Sinnloses Minen verschwenden. Na super, nützt gar nichts, weil ich an keinen rankomme. So, ja, Respekt. Also sobald ich einmal da in Position bin, rockt die Hütte doch schon ziemlich. Oh, und jetzt alle weg. Jetzt noch als Belagerungsmodus. Das ist sehr cool. Ja. So, jetzt bringe ich mich mal wieder sonst wo in Position. Und natürlich muss hier mal wieder eine Fernkampftuse kommen und mir das Leben schwer machen. So, dann komm doch. Ach, warum schießt du meine Minen? Das ist nicht witzig. Los, geh weg. Okay, Plan. Keine Ahnung, welcher Plan. Ich gehe einfach erstmal wieder was trinken. Und jetzt gehen wir zurück. Und ich sehe, sie sehen nichts. Panzermodus. Ja, jetzt komm noch. An die Möglichkeit habe ich ja noch gar nicht gedacht, mich einfach hinter das Schild zu platzieren und mir dann zu denken, warten wir mal ab, aber gute Position. Brachialkanone feuert ein großes Geschoss über das Schlachtfeld. Die testen wir doch jetzt gerade mal, vor allem weil du... Machen wir einfach mal. Komm's. Das gefällt mir. Das war das Ding, das habe ich ja schon bei anderen immer mal wieder gesehen. Nur irgendwie konnten die das mehr als nur alle 60 Sekunden. Naja, also das ist ja so eine Sache, da stelle ich mich ja am besten in die Mitte und dann nehme ich so, kommen am besten alle durch die Mitte oder nehme ich sie am besten alle mit. Das überzeugt mich jetzt. Gut, während die da oben alle platt machen, kann ich hier unten mal wieder meinen Ego-Trip ausleben. Bin ich auch okay. Das muss man natürlich auch ab und zu mal machen. Und das ist gerade, also dieser Panzer ist gerade wirklich eine nette Solo-Klasse. Also ganz ehrlich, so nach dem Motto, hey, könnt mich alle mal. Ich mach mein Ding. Nein, jetzt bin ich schon wieder aus Versehen auf einen Knopf gekommen. So, aber mir doch egal, jetzt die weg. Und jetzt, schöner Gebäudeschaden. Also ganz ehrlich. Das ist ja mal hart. Also der Gebäudeschaden ist schon nett. Aber sehr nett, würde ich an dieser Stelle sagen. So, warten wir noch die nächste Welle ab. Also erstmal die Minions auf mich zukommen. Ich drücke schon wieder E. Ich habe das immer noch nicht drin. Na gut, das passt ja. Ich muss mich ja eh jeden Moment bewegen. Dann kann ich hier auch einmal. Kann ich eigentlich auch platt fahren? Bald werden sich die Unkrautler wieder erheben. So, hopp.
Boden platt machen. Go, 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 go. Das hätte ich ja mal machen, Finn, rausfinden können. Also, ob ich mit dem Panzer, oder vor allem mache ich das jetzt mal. Ob ich mit dem Panzer. Ein Panzer. Ein fahrender Panzer. Ist der ein Panzer? Nee, der fährt um die rum. Oh, jetzt. Ich habe eine neue Hasstaste und sie heißt E. So, und noch ein neues Talent. Verstärkt automatisch Angriffe gegen Helden. Erhöht den Schaden von, wenn der Hammer lang keinen Schaden erlitten hat. Boah, das will ich. Das will ich. 25% mehr Schaden, wenn ich ein paar Sekunden keinen Schaden habe. Das ist doch ein super Deal. Und da ich ja gerade eh nicht gegen andere Honky-Tonks kämpfe. Naja, verdammt. Wieder nicht aufgepasst, wo ich mein Auto abstelle. So. Ja, das reicht von der das reicht von der Reichweite, sag ich schon. Super Spezialfähigkeit, einmal durch die Mitte durch. So, und wenn die kommen, ist das jetzt für mich so der Moment, wo ich sage, einpacken, Flugdüsen raus und einfach mal abchillen. Nö, nö, nö. Das muss ich mir jetzt gerade nicht... Wie, ich habe nur ein paar Sekunden? 4 Sekunden lang. Na gut, dann kommst du nur raus und ich dachte, das wäre jetzt die Alternative zum Reiten. Oh, ist jetzt aber keine schöne Alternative. Gut, da vorne kommt jetzt der Gartenhonk. Gut, dann stelle ich mich mal wieder gartenhonkig. Vielleicht noch ein paar Minchen hier hinlegen, das ist immer gut. Und jetzt fahren wir mal den Rüssel aus. Wo bleiben die denn? Also irgendwie, glaube ich... Ach, da hängt der rum. Kann man ja auch mal... Warum gehst du da oben lang? Nein, jetzt komm da. Jetzt komm da. War ja wieder klar. Gehst du wohl dahin? So, Lagerungsmodus raus. Wegstupsen. Das ist immer gut. Minen ausrollen ist auch immer gut. Nicht witzig. Aber die dicke Bertha ist wieder fertig. Und diesmal ist ein Monster und... Da hat er sich gerade weggefahren. Ach, das wäre doch was. So. Und hier ein bisschen einbuddeln. Nein. Nicht als Pflanze verkleiden. Bombs. Ja, war zwar nicht... Nur ich, aber ich fand, ich war da gerade sehr gut dran beteiligt. Neues Talent, Scharfrichter. Fügt eingeschränkten Zielen zusätzlichen Schaden zu. Eingeschränkte Ziele. Also automatische Angriffe fügen verlangsamten Zielen. Oder 2 Minen. Jetzt fehlt mir eine vernünftige Aufstellung, wie viel Schaden meine Minen machen. 40% mehr Schaden gegen 2 Minen. Naja, das ist, ich nehme doch den Scharfrichter. Ich meine, wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass Leute in meine Minen laufen, verlangsamt sind und dann mehr 40% mehr Schaden kassieren. Das ist nicht so schlecht, auch wenn die Verlangsamung nur 2 Sekunden anhält. Das heißt, die kriegen maximal einen Schlag ab. Naja, das hätte ich mir auch sparen können. Naja, aber egal. Wir arbeiten uns wieder vor. So, Minen hin. Minen platziert, Minen scharf, alle platt. Das ist eine gute Sache. Und während die da unten alle schon wieder sind. Ach, guck dir das mal an. Hier mein... ganz toll. Warte doch auf mich. Oh, Minen scharf geschaltet, aber zu weit weg. So. Sehr schön. Boah, gut. Der hat doch einiges an Schaden bekommen. Das heißt jetzt für mich... Ach, jetzt sehe ich den Kreis erst. Und ich kreise einmal rum. Jetzt machen wir mal schnell das Tor platt. Als erstes. Dann laufen sie alle durch, aber was soll's. Machen wir das wenigstens schon mal weg. Turm weg. Ach, und weil ich gerade so gut drauf bin, nehmen wir die Mauer auch mit. Wobei ich die Mauer ja ziemlich gerne läuten lasse, die da mit automatischem Schaden
da ihr Leben regenerieren können oder so. So, greifst du wohl die Onkelpussy an? So, jetzt habe ich zwar kaum Leben, aber das macht hier nichts. Aber den Brunnen nehme ich mit. Nein, nimmst du wohl den Brunnen mit? Da trinkt jetzt keiner mehr draus. Und wieder falsch. Monster gekillt? Ja, das hätte ich jetzt gut. Das wäre jetzt wieder die Lektion. Hätte ich sofort die Raketendüsen ausgepackt und wäre abgehauen, dann wäre mir das nicht passiert. Dann wäre ich aus dieser Sache heil rausgekommen und jetzt gucken wir doch mal. Heilung habe ich natürlich nicht. EP-Beitrag hält sich dermaßen im Grenzen. Heldenschaden, ich sehe ja nie einen Held. Dafür sind die 10.000 gar nicht so schlecht, möchte ich hier mal sagen. Aber der Gebäudeschaden, ja. Dafür kann ich mir zwar nichts kaufen, aber ist doch auch mal nett. Und bei Toten nur auf 2, also unter den 4 Besten zu sein oder den 3 Besten, wenn wir Thrall von der gegnerischen Seite noch mitzählen. Damit kann ich. Das geht. Das ist was, da kann ich gerade wunderbar mit leben. Wobei wahrscheinlich andere sagen, mit so viel Power musst du doch nach vorne pushen und das Spiel wäre schon längst gewonnen. Hättest du nur 2-mal auf die gegnerische Zitadelle geschossen. Ja, wahrscheinlich. Aber zum ersten Mal damit rumspielen und ein bisschen rumnulpen mit der Klasse, da macht ihn hier Sergeant Hammer Smith oder wie die auch immer heißt, ziemlich Spaß. Ganz, ganz cool. So, komm mal her, du Panzerfieh. Ach, jetzt haut er ab. Ich bin gerade zu unmotiviert, um mich zu bewegen. Und keiner kommt, jetzt muss ich mich doch bewegen. Das finde ich immer gemein. Ja, hier ist aber eine Menge. Also im Nahkampf, gut, 2 Schüsse. Was bietet ihr noch? Geschoss fliegt wiederholt über das Schlachtfeld. Das Geschoss fliegt alle 5 Sekunden. Ja, super. Ja, klar. Haben wir auch gelernt. Also das Geschoss der Brachialkanone überfliegt alle 5 Sekunden. Das Schlachtfeld geht nur für das zuletzt abgefeuerte Schoss. Wie soll das denn funktionieren? Ballert der dann an einer Tour? Dann wäre das, was ich damals, ist genau das, was ich damals gesehen habe. Da bin ich ja mal gespannt. Optionale Brachialkanone. Das Geschoss überfliegt alle 5 Sekunden das Schlachtfeld. Muss ich dann an einem Ort stehen bleiben? Also ich meine, das wäre dann doch ein bisschen ziemlich einfach. Ich stelle mich in die Mitte, visiere das gegen die gegnerische Zitadelle an und baller dann in einer Tour drüber, oder was? Gut, die wahrscheinlich ist nur das Problem, die auf die Entfernung dauerhaft zu treffen. Oh ja, cool, lassen wir es doch mal abwarten. Also 15 Sekunden, dann ralle ich mal in die Mitte. Ungefähr, naja, da steht ja gar keiner mehr. Ungefähr an diesen Turm. Und dann richte ich mich mal aus. Und werde dann natürlich wahrscheinlich sowas von dermaßen an der Zitadelle vorbeiballern. Aber das ist ja auch egal, weil da sind noch genügend Ziele auf dem Weg. Jetzt bin ich doch sehr, sehr, sehr gespannt. So, komm, roll hin. So, und dann von der Position, ja, das ist, ja, doch, das ist okay. Und, nein, jetzt habe ich schon wieder, Tasten lassen. Also ich muss was nach unten zielen, weil ich hier nicht mit dem, ja, ein gutes Stück nach unten. Dann testen wir doch einfach mal. Also R. Wieso wird denn der da? Achso, ich dachte jetzt, ich gerade da. Cool. Dann schieß mal. Und. Das ist viel zu. Ah, ja. Dann vorbei. So, und jetzt. War da nicht was mit alle 5 Sekunden? Holt euch seine Macht. Meine ich das nur, oder? Wurde doch was gesagt von schießt alle 5 Sekunden. Ah, was bist du denn? Sehr schön, sehr schön. So, das heißt, der macht das jetzt wahrscheinlich. Ich traue mich gar nicht, mich zu bewegen. Oder doch, ich bewege mich einfach mal.
Eieiei, das ist aber ziemliche Feuerpower. Also wenn der jetzt die ganze Zeit weiterfliegt für eine ganze Minute, müsste er jetzt gleich wieder rum sein. Ja, der schießt weiter. Wenn ich tot bin? Schießt der etwa auch noch, wenn ich tot bin? Ja. Anscheinend sehr geil. Das ist ja heiß und macht trotzdem immer noch 800 Schaden an diesem Ding. Das heißt, ich muss eigentlich überhaupt nichts machen und dieses Gebäude ist gleich eh dran. Also, das ist ja mal richtig extremst heiß. Da fliegt schon wieder so ein Ding. Zack. Na, sagen wir noch 10, 20 von den Dingern und das Ding ist platt. Na, das ist total nett. Das ist ja mal richtig geil. Auf der anderen Seite ist natürlich doof, wenn ich dann die, das Ding mit falschen Mittel abschieße, so in, und dann abmittel. Naja, da geht viel Feuerkraft verloren. Aber das ist natürlich trotzdem ziemlich ansprechend, gerade wenn der dann einer von diese dicken Dinger über das Schlachtfeld schießt. Jetzt hat man wenigstens Spaß beim Gucken. Zack, und wieder getroffen. Das ist ja heiß. Finde ich super. So, wie viel sind platt? Na toll, nur wir beide. Na, schaffen wir, komm schon. Und der läuft genau rein. Na, fast. Und der läuft aber weg. Und ich bin wieder geparkt. Den kriege ich. Oder auch nicht. Nein, geht doch nicht hin. Kommt zurück. Ja, den Dicken getroffen. Los, dann fahren wir mal rein. Zack. Halbes Ding abgenüppelt. Die Nacht ist angebrochen. Ich liebe den Anblick meines Gartens im Mondlicht. Okay. Dieser Panzer hat echt ein Abhauproblem. Aber was soll's, die Raketen fliegen weiter und ja, noch 7, dann ist auch das Gebäude weg. Das läuft also. Du sammelst da unten Nasenbären ein. Da sammelt keiner Nasenbären ein. Die laufen da oben einfach rum. Ich find das Ding so super. So. Während unten unser... Ah nee, ich dachte, ist gar nicht unsere. Wir haben ja gar keine Pflanze im Einsatz. Schade. Und? Ja, einmal durch die Massen. Ich lob mich, das Ding war gut platziert. So. Nur das Aufwachen dauert immer noch diese ganze Minute. Eine Minute langweilig aufs Schlachtfeld starren und sehen, was die anderen machen. Gut, die rocken auch schon die Hütte. Also Tassanar, den sollte ich glaube ich, weiß gar nicht, den habe ich glaube ich noch nicht ausprobiert. Den sollte ich aber noch mal aus, oder sollte ich mal ausprobieren. Der sieht doch sehr tödlich aus. So, hopp, 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 hopp. Guck mal, das geht also doch direkt. Ich war jetzt aus dem Belagerungsmodus, konnte ich diesmal die Düsen zünden. Warum konnte ich das die 20.000 Mal davor nicht? Ach, unser Vor ist gefallen. Unser Vor fällt dauernd. Deswegen heißt es ja auch Vor, weil es dauernd Vor tötet. So. Und jetzt stehe ich hier und singe. Oder sie nicht. So, taktische Abbaumethode. Nein! Das war gemein, Leute. Geht weg. Ich bin nur ein kleiner Panzer. Ich tue niemandem was. Verdammt. Naja, aber wenigstens meine große, fette Kanone, die immer noch schießt und inzwischen niemanden mehr trifft.
Meine große, fette Kanone, die inzwischen die gegnerische Zitadelle trifft. Eieieiei. Sehr gut, sehr gut. Ist mir ja gar nicht aufgefallen. Hat die da die ganze Zeit drauf geballert? Das muss ich mir nachher nochmal angucken. Zack. Sag ich da doch nur. So, wo bleibt die nächste Rakete? Los, los, los. Da hinten fliegt sie an. Jetzt gucken wir doch nochmal mit drauf. Ja. Okay. Dann mache ich einfach irgendwas anderes hier auf der Karte. Denn anscheinend erlegt die Kanone den Rest. Gehen wir mal auf Monster hier. Ich stehe drauf, wenn ich denke, ich habe einen Ort geklickt und dann habe ich noch gar nicht geklickt. So, dann gibt man hier ein bisschen Speed. Speed, Speed, wir brauchen Speed. Ja, flieg ran. Und wieder Eis. Rumpelspiel zieht voran. Ja, der steht noch genau richtig, oder? Nein, ich komme nicht dran. Los, beweg dich ein Stück. Komm! Nicht wieder als Finanze unterwegs. Ach, guck mal, wir sind da. Ja, dann. Und guck mal, 5%. Ja, nö. Also, sorry Leute. Da habe ich jetzt zwar nicht gesehen, wie der Schaden zustande gekommen ist. Aber, lass mal gucken, lass mal gucken. Das hat dir gefallen. Na, schlepp auch so wieder auf. Ne, das reicht wahrscheinlich nicht, um da jetzt wirklich so richtig schön Schaden zu machen, oder? Aber auf der anderen Seite müsste ich einfach nur einmal nach vorne rollen. Nee, die Regeneration ist jetzt zu stark. Oder zumindest dieser Schildaufbau. Ne, der reicht nicht. Da muss ein bisschen Zusatzschaden noch mit rein. Na. Ich hab dich genau gesehen. Komm her. Niemand entzieht sich meinem Zorn. Na? Kommst du? Kommst du nicht? Kommst du? Kommst du nicht? Nee, er kommt nicht. Dann roll ich mal weg. Die Nacht bricht in 30 Sekunden heran. Ist das Unterschiffchen? Oh, das könnte Unterschiffchen sein. Und ja! Zwei Rs-Fähigkeiten zusammen reißen auch eine Zitadelle locker weg. Das war doch tuffig. Ja, also, der Panzer gefällt mir gut. Sergeant Hammer. Also, Sergeant Hammer würde ich direkt wieder spielen. Auf jeden Fall. Das hat jetzt gerade Laune gemacht. Dann noch ein bisschen mit Feinheiten arbeiten und sowas. Gerne, gerne, gerne. Sergeant Hammer, toll. Vor allem auch mal hier und da für den Solo-Spieler, der jetzt vielleicht nicht im Team, gerade mal random, ja, ich weiß, dann geht's einfach und wir alle regen uns auf. Aber wer dann trotzdem mal Bock hat auf einfach Solo-Missionen, Mauern kloppen oder sowas, Sergeant Hammer ist euer Ding. So, das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken, macht's gut und bis zum nächsten Video. Tschüss.